Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin heute hier mit einem special guest namens Zack Noor. Assalamu alaikum. Habibi, ich küsse dein Herz. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute gekommen bist. Wir werden heute über ein ganz spezielles Thema sprechen, was viele Leute beschäftigt, nämlich GTA. Im ganz speziellen GTA Roleplay. Was das ist, werde ich nun dem Zack erklären. Zack, kennst du eigentlich überhaupt GTA, Bruder? Ja, ich kenne GTA von früher. Ich habe früher GTA, die ganz alten Versionen, als Jugendlicher, als Schüler gespielt. Ich auch, da, Bruder. Wo man von oben noch geguckt hat auf das Spiel. Ja, Allah. Und ich habe auch mitbekommen, diese GTA San Andreas und so weiter, was danach später kam und so weiter. Also man bekommt es ja mit. Ich habe ja auch Kontakt mit vielen Leuten, die selber spielen. Man kennt es schon so vom Hören, Sehen und so weiter. Kennst du auch dieses von oben, da wo man dann, ich habe das ja früher auch gespielt, da habe ich immer so einen Bus genommen, Bruder, und da habe ich den mit Menschen gefüllt, die dachten alle, ich bin ein normaler Busfahrer, und dann fahre ich zur Fleischerei und dann hat man die zur Wurst verarbeitet und dann hat man dafür Geld gekriegt. Was für ein Satanismus ist das denn bitte? Das war nicht Schweinewurst. Wallah, Schweinewurst mit Schweinewasser gemacht und so. Nee, auf jeden Fall war das damals schon voll brutal. Und heutzutage, ich spiele ja auch GTA Roleplay, ja. Ne, seit ein paar Wochen, für diejenigen, die es nicht wissen, ich streame auf Twitch schon seit einigen Monaten, also folgt mir gerne auf Twitch, ihr seht den Link unten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, inshallah. Ich streame fast täglich, mal just chatting, mal playing, also Gaming und so weiter. Cool. Also, jetzt kommen wir zum Thema, mein lieber Bruder Zack. Deswegen bist du heute ein sehr, sehr guter Gast, vor allem speziell zu diesem Thema, weil du erstmal selber das Spiel noch nicht gespielt hast. Ja. Ich erkläre dir ganz kurz, okay, wie das funktioniert mit dem Roleplay. Roleplay, okay, ist ein ganz spezielles, also das bringt das Spiel auf einem ganz anderen Level. Ne? Mhm, ja. Also Roleplay ist so, dass wenn du GTA spielst, du, ja, dann im Endeffekt eine Rolle einnimmst. Jede Figur innerhalb des Spiels ist ein echter Mensch, wenn du sie siehst. Es gibt keine Computer, keine KI, keine künstliche Intelligenz im Spiel. Das heißt, jeder Polizist, jeder Mechaniker, jeder Arzt, jeder Anwalt, jeder Gangster. Einfach jede Figur, die da drin ist, ist irgendjemand, der das zu Hause spielt. Genau, das sind Leute, die, okay, ein Mikrofon vor der Nase haben. Das muss ich mit, ja, Mikrofon und so, weil so wie du hier. Du brauchst ein Mikrofon, du brauchst keine Kamera, du musst ja nicht streamen oder so, aber du brauchst ein Mikrofon, du brauchst einen vernünftigen PC, mit dem du, okay, spielen kannst. GTA, ja, okay, Roleplay. Und dann gibt es halt verschiedene Server und so weiter. Egal, jetzt ist unwichtig. Auf jeden Fall, okay, spiele ich da einen Hodja. Ich versuche mein Bestes. Also was ich mache, wirklich, was meine Absicht ist, Bruder, ja, ich gehe da rein, ich spiele gerne mit den Leuten. Natürlich habe ich auch so Spaßabsichten. Ne? Ich habe früher auch GTA gespielt, wo ich Leute erschossen habe aus Spaß. Ne? Ja. Und so weiter. Ob man das darf, nicht darf und so, wir sprechen gleich darüber. Ja. Ich gehe da rein, mache so ein bisschen Dauer. Ne? Innerhalb des Spiels. Meine Absicht ist einfach auch mal diese schönen Seiten reinzubringen. Es gibt Leute, die kommen auf mich zu und fragen mich, manche erkennen mich, ja, sagen, ey Bruder, kannst du mir da unterhelfen? Ich habe das und das Problem. Ne? Ja. Und manchmal muss ich sogar die Leute stummen. Die Leute wissen das in meinem Stream, weil ich Angst habe, dass einer seine privaten Probleme erzählt und der weiß nicht, dass ich gerade am Stream bin. Das heißt, es gucken dann 100 Leute oder 200 Leute zu. Oh, das ist problematisch, ja. Genau, und da achte ich dann immer drauf und ich frage dann immer, Bruder, du sollst wissen, ne, wir sind nicht alleine oder was auch immer. Ne? Ja. Und ich versuche dem aus dem Weg zu gehen, weil ich Angst habe, dass er irgendwas Privates erzählt und jemand ihn erkennt. Ja, und dann das, ja, ist ein großes Problem, ne? Da hat man was an der Backe. Genau, genau, das wäre ein Problem. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Ich versuche das Bestmögliche daraus zu machen. Aber jetzt kommen wir zum Eingemachten. Jetzt kommen wir zum Thema an sich. GTA ist ja ein Ballerspiel oder Gangsterspiel. Ja. In erster Linie, darf man sowas? Darf man Menschen einfach töten innerhalb eines Spiels, das erlaubt? Man tötet ja keine realen Menschen. Man tut niemandem irgendwie einen Schaden zufügen oder so. Weder finanziellen Schaden noch körperlichen Schaden und so weiter. Eigentlich ist daran, ich sehe daran jetzt nichts, was verboten sein könnte, es sei denn, es würde dazu führen, dass man im realen Leben irgendjemand etwas tut. Ja, das ist, mhm, aber sonst ist es eigentlich, also wenn es zu etwas Haram führen würde, was verboten ist, wenn es sich vom Gebet abhalten würde, wenn es sich dazu führt, etwas Verbotenes zu tun, dann ja. Aber so an sich sehe ich da jetzt kein wirkliches Verbot, Allahu alam, ne? Allah weiß es am besten. Okay. Das ist schon mal interessant. Das heißt, im Endeffekt Sachen, die eigentlich haram sind, aber nicht im echten Leben passieren. Das heißt, das nur virtuell passiert, ist in erster Linie nicht haram. So in erster Linie. Ja, das kommt drauf an, was. Also ich kann das jetzt nicht komplett so, so also sagen. Menschen töten, Menschen also töten. Also das im, ja, Spiel zu töten, ist ja nur Simulation. Das ist ja keine wirkliche, kein wirklicher Mord. Das ist also, Wallahu alam, was soll daran falsch sein? Also verboten sein, ja, im Islam, okay, aus islamischer Sicht. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Ich bin als Hodja im Spiel einige Tage schon gewesen und dann habe ich Situationen erlebt, wo Leute Gangster spielen, ja, und den Harten spielen, dann den Großen raushauen möchten, mhm, und mich anhalten wollen, mich überfallen wollen. Ja. Okay, passiert, ist ja, ja, im Spiel. Okay. Ja.
dann überfallen die mich und sagen die, ey du HS, steig aus deinem Auto aus, fang an zu beleidigen, ne? Ah. Oder sagen, ey du Bast und so weiter, ne? Diese, also sie beleidigen Worte. Dich mit den Kraftbegriffen, Schimpfen. Ja, aber extrem schlimm, okay. Worten. Und ich habe immer dabei ein mulmiges Gefühl und denke so halal kann das ja auch nicht mehr sein. Ich meine, das ist zwar Roleplay, sie versetzen sich in eine Rolle, aber am Ende ist das trotzdem doch, ey, die beleidigen doch, also die benutzen Worte, ne? Ja. Die eigentlich sich nicht gehören als Muslim. Ist das denn noch halal? Ich meine, wenn Töten halal ist, im Spiel. Ja, ne? Aber die Sache ist die, das ist, Töten ist ja nicht real. Aber das Beleidigen, die Worte kommen aus dem Mund heraus. Also man macht es. Mm, stimmt. Bei dem Töten, man tötet ja nicht. Das ist ja nur ein, das sind ja Einsen und Nullen, die da funktionieren, irgendwas, was programmiert ist in dem Spiel. Mm. Und das passiert. Aber da macht man wirklich selber aus deinem Mund kommen diese Schimpfworte. Und das ist dann nicht erlaubt, zu 100%. Also ist das auf jeden Fall Haram. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird über ihn überliefert, dass er weder beleidigend noch vulgär noch schimpfend war. Und er wurde einmal gefragt von seinen Sahabern, mach mal ein Bittgebet gegen die Götzendiener. Und dann sagte er, ich bin nicht beleidigend oder ich wurde nicht als beleidigender geschickt, sondern als Barmherzigkeit, ja. Subhanallah. Das heißt, er hat doch nicht mal Bittgebete gegen Menschen ausgesprochen, sondern nur für Menschen. Ja, auch wenn er Bittgebete hat, hat er manchmal, gibt es das, aber er war niemand, der jemanden beleidigt hat, ja. Also das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Er hat niemanden beleidigt. Also das heißt, diejenigen, die alle Gangster spielen innerhalb des GTA Roleplays, die dann beleidigen, machen dann, begehen dann im Endeffekt Sünden. Genau. Und was ich dazu noch sagen möchte, ich selber. Man sollte nicht vergessen, die Engel, die an der Seite sitzen, und jedes Wort auch schreiben, was wir tun, jede Tat, die wir schreiben. Und wenn du das Wort sagst, wird es geschrieben. Genau, das ist dann auch nicht ganz schön, ja klar. Ja. Das ist dann auch nicht mehr so koscher, ne? Ja, und, wie wir auf Deutsch sagt. Genau, das heißt im Endeffekt... Koscher heißt ja eigentlich nur halal auf Hebräisch, ja? So ungefähr, also das hat ungefähr einen Sinn. Also die Sachen sind ja so, also muss ich ja vorstellen, ich habe mich immer schlecht gefühlt dabei, wenn Leute diese Beleidigung benutzt haben, ne? Ja. Und ich habe dann innerhalb des Spiels, und das habe ich dann auch ernst gemacht, so Leute, schämt euch für diese Worte, die ihr benutzt, ne? Ich weiß, dass es nur ein Spiel ist, ich sage das aber nicht im Spiel, weil du darfst das nicht sagen, du musst das trennen, aber ich sage dann im Spiel so, Leute, schämt euch, aber ich meine das ernst. Aber am Ende des Tages sind es die Worte. Genau, das sind die Worte. Ja. Nee, die versuchen dann einen auf Gangster zu machen, ne? Versuchen man kann doch anders machen, auf Gangster machen. Ja, sie verstellen ihre Stimmen und sagen dann ja, ey, du Bastardo und keine solche Worte, ne, so richtige eklige Worte, die sie benutzen und wirklich Drecksworte und versuchen damit so nach dem Motto den Großen zu spielen, den Gangster zu spielen. Ich meine, man kann das auch anders machen. Man muss es man nicht. Man kann es auch anders machen. Man kann auch ganz anders einfach seine Stimme verändern, hart reden, sonst werde ich mit dir das und das machen. Sag mal ein Beispiel, komm Bruder. Zum Beispiel, wenn du mir morgen nicht das Geld bringst, dann weißt du, was auf dich wartet. Ich werde dich und deine gesamte Familie zerstören. Ja, guck mal, ohne was Harams gesagt zu haben. Also, er hat keine schlimmen Worte benutzt, sondern sind die nicht aus seiner Zunge gekommen. Also, ich bin der Meinung, dass das auch im Unterbewusstsein bleibt. Das heißt, auch aus psychologischer Sicht, ne, oder aus mentaler, also aus vom Kopf heraus, so, du nimmst das in deinen Alltag mit rein. Das heißt, du benutzt diese Worte mit einer Leichtigkeit innerhalb des Spiels und nimmst diese dann auch mit außerhalb des Spiels. Die Hemmschwelle geht ja auch weg, solche Worte zu benutzen. Und sobald eine Hemmschwelle weg ist, heißt das, dass du das dann immer wieder diese Hemmschwelle überschreiten wirst. Und es wird dann, und du merkst es nicht mal, wenn du beim Autofahren bist, jemand zum Beispiel dich aufregt, automatisch kommt dieses Wort. In der Schule jemand regt dich auf, automatisch kommt dieses Wort. Warum? Weil dein Unterbewusstsein daran gewohnt ist, dass du das immer wieder sagst. Subhanallah. Und da bin ich auch dieser Meinung, dass man das auf jeden Fall unterlassen muss, nicht soll, ne, dass man das als Muslim vor allem nicht machen darf. Ja. Und dass das sehr gefährlich ist. Und ich meine, was stellt ist das euch für ein Vorbild? Stellt euch einfach nur vor, eure Eltern schauen zu. Oder eure Kinder in Zukunft. Die sehen eure Streams irgendwann mal in 5 Jahren oder 10 Jahren, 15 Jahren sehen die eure Streams. Und dann, Papa, ey, warum und sagst Allah du Und Allah schaut zu. Ja, Allah schaut die zu. Die Engel. Und was würdet ihr das machen, wenn der Prophet Muhammad also mit euch anwesend ist? Also das muss man sich überlegen. Würde ich das machen? Also nein. Subhanallah. Also ich hab dann, dass man das nach außen hin nimmt. Ne? Ich habe das auch schon einige Male erlebt. Ich habe mir extra dann die Streams angeschaut von Leuten im Nachhinein, wo die dann zum Beispiel Beleidigungen gelassen haben. Ne? Ja. Und dann stummen die sich innerhalb des Spiels und reden mit ihrer Community, die gerade zuschauen und sagen, boah, was ist das denn für ein HS? Also die gehen damit weiter. Das heißt, die nehmen diese Beleidigungen innerhalb des Spiels und diesen Hass, den sie hegen gegenüber einer Person wegen einem Spiel, innerhalb des Spiels, wegen der Figur im Spiel, nach außen, tragen es raus und gehen weiter mit diesem Aber auch die Community, oft viele streamen ja, ne, sagst du. Du streamst ja auch. Ja, ich streame ja auch, genau. Was machen diejenigen, die deinen Content schauen oder
deren Content schauen, sind die auch Vorbilder ein bisschen für die. Genau. Was passiert, wenn er dort oder die Person dort beleidigt, automatisch die Community. Und wir wissen diesen Hadith, dass derjenige, der eine schlechte Sunna, also eine schlechte Art und Weise, eine schlechte Handlung oder irgendetwas Schlechtes beibringt und vormacht und die Leute machen ihm nach, der trägt die gesamten Sünden von diesen Leuten. Ja, das ist auch nochmal ein Aspekt. Das heißt, wenn ich immer wieder das Wort HS benutzt habe innerhalb des Spiels und irgendein Kind dann irgendwann mal nur einmal dazu ermutigt wurde, dass ich dann die Sünde davon kriege. Also ihr dürft nicht vergessen, auch wenn GTA Roleplay immer so deklariert wird als 18, ne? Ihr wisst ganz genau, dass man im Internet ganz, ganz, ganz einfach sich als 18-Jähriger geben kann und da können 14-Jährige, 13-Jährige zuschauen und dann seid ihr echt keine guten Vorbilder. Ja? Ich weiß, man kann Gangster spielen, man kann dies und das, aber es gibt gewisse Sachen, die man vor allem als Muslim einhalten soll. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, ihr übertreibt voll, ihr macht daraus ein riesen Dilemma, als wäre das voll so eine schlimme Sache, ne? Ein Riesenthema, aber so ist es nicht, Leute. Es ist die Zunge eines Muslims. Für mich gehört sich das nicht, dass man innerhalb eines Spiels so etwas macht. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Zunge eine der zwei Körperteile sind, die einen am meisten ins Höllenfeuer bringen. Genau, ne? Subhanallah, darüber gibt es ja diesen Hadith auch. Ne? Also, passt auf euch auf, Leute, hört auf damit und versucht euer Bestes, eben keine Beleidigung zu benutzen. Ihr könnt auch die besten Gangster sein. Ihr habt gerade gesehen, hier, mashallah, unser super Gangster Zack Nur. Ne? Ohne Beleidigungen kann man auch weit kommen. Ein gutes Beispiel, Bruder, ich kann dir eine Sache nennen. Maestro, kennst du Maestro? Der bei Mois immer so, der, ich glaube, der hat früher immer, der macht immer noch seine Videos und Filme, schneidet die, was auch immer. Ich weiß nicht genau, was er für eine Rolle da spielt. Auf jeden Fall gehört er zum Team von Mois, ne? Und der spielt selber auch GTA Roleplay. Der spielt einen Mafia-Boss, so ein Gangster-Boss. Ich habe ihn noch nie wirklich so mit diesen krassen Beleidigungen gesehen. Verstehst du? Kraft ausdrücken. Ich habe noch nie damit gesehen. Und deswegen respektiere ich das umso mehr, dass solche Leute das hinkriegen, ohne Beleidigungen zu äußern. Aber da kommt irgendeiner und sagt, ich bin von der und der Gangsterbande, ich bin von der, du bist ein HS. So, fühlen die sich jetzt stark oder was? Verstehst du? Und das verstehe ich auch den Sinn dahinter nicht. Ich auch nicht. Ich finde das schade. Aber khair, inshallah. Möge Allah uns allen verzeihen. Amin. Möge Allah uns die Rechtleitung geben, wenn es um die Beleidigungen geht und um das Spiel und Roleplay geht. Amin. Habt Spaß, aber ihr sollt das auf jeden Fall in Grenzen halten, denn die Pflichten gehen auf jeden Fall vor. Das heißt, wenn ihr eure Gebete verpasst, nur wegen einem Spiel... Oder auch wenn eure Eltern euch rufen, dass ihr denen helfen sollt oder so, dann lasst das Spiel liegen und geht zu euren Eltern. Das ist auch so eine ganz große Sache. Komm mal, helf mir bitte ganz kurz. Nein, ich bin gerade am Spielen, ich bin gerade am Stream. Das geht gar nicht, ja? Oder weißt du, wie oft meine Mutter mich angerufen hat während meines Streams? Ja, super. Die versucht das mittlerweile zu vermeiden, weil sie weiß, ich kann nicht sagen, ich gehe nicht ran. Und ich sage das sogar in meinem Stream den Leuten immer so, ne? Ja. Wenn meine Mutter mich anruft, ich sage immer, Leute, meine Mutter ruft an, ich gehe ran. Ich sage das sogar bewusst, damit die Leute auch das verstehen. Lernen, ja. Weil wenn die Mutter anruft, halas. Was ich aber auch noch sagen will, auch was wichtig ist, ich weiß nicht, wie ganz genau das so ist, aber da gibt es ja dieses Casino und dies und das und so weiter. Gewöhnt euch eigentlich auch an diese Sachen, dass ihr das cool findet und so weiter und so fort. Weil sowas dann auch im echten Leben dann irgendwann mal den Reiz gibt, dass man das auch im echten Leben probieren möchte. Was Zack damit sagen wollte, ist, dass es gibt Leute, die sind anfällig. Leute sind anfällig, wenn sie ins Casino gehen und dann einfach nur spielen und dann Blut lecken und dann denken, komm, ich kann im echten Leben Casino spielen. Und wenn ihr nur ein bisschen, nur 0,1% anfällig seid, ihr kommt in so einen Teufelskreis rein, da kommt ihr nie wieder raus. Das ist eine der schlimmsten Süchte, sagt man. Ja, ich hab Leute, wie als ob du Benzin ins Feuer kippst. Ich hab Leute kennengelernt, ne? Ja. Ich hab Leute kennengelernt, die haben sich so heftigst verschuldet, Familien sind kaputt gegangen. Das ist Internet-Casino mittlerweile sogar. Ja, das sowieso. Ich habe darüber auch mal so ein Video gemacht. Lassen wir das mal. Ja, lassen wir mal. Also es ist nicht haram, ins Casino zu gehen, ne? Eigentlich, also im Spiel. Nicht, dass wir später schneiden. Ich bin sonst direkt zu dem Schier raus. Es ist nicht haram, im GTA-Casino zu gehen, ne? Und dort zu spielen, aber es ist besser, das zu unterlassen. Einfach, weil es Gewohnheiten sind. Genau wie eben mit den Beleidigungen, die man dann nehmen kann. Aber die Beleidigungen an sich sind Sachen, die man tatsächlich tut. Aber man geht nicht wirklich in ein Casino. Genau. Daher ist es ja nicht so, dass man dann wirklich in ein Casino gehen würde jetzt. Genau. Ne? Passt auf euch auf. Ich sage, keep smiling, Zunder. Und unser Bruder sagt... Dein Segnur. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.